Ja, Tag zusammen. Mal außer der Reihe, nichts Juristisches, nichts Politisches. Na, Politisches ist ja eh selten. Heute Morgen habe ich festgestellt, dass ich die 1000 Abonnentengrenze überschritten habe. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber. Wenn ich überlege, ich glaube, ich habe den Kanal eingerichtet und vor 3 Jahren, ich mache das jetzt netto seit ungefähr 2 Jahren. In 2 Jahren 1000 Abonnenten. Vor einem Dreivierteljahr oder so habe ich bei Facebook noch angegeben mit 200. Habe mir dann gedacht, naja komm, bei 1000 kannst du wieder angeben. Also die habe ich jetzt. Die letzten Tage waren ein bisschen schwierig, weil ich dann immer gedacht habe, Mensch, schon 997, nur noch 3 Stück. Dann war es plötzlich, weil es ein paar Leute abgesprungen sind, nur 995 und dann wieder 998. Und auf den 999 bin ich dann ziemlich lange rumgedümpelt und da wirst du ja wahnsinnig. Ne? Also ganz ehrlich, da denkst du, jetzt können wir endlich mal die 1000 kommen und dann kommt und kommt und kommt die nicht. Also ganz schlimm. Und wenn ich jetzt noch überlege, als ich damals angefangen habe, diese Filmchen zu machen, habe ich gedacht, komm, du machst mal ab und an mal so einen Film und wenn du auch ein paar Zuschauer hast, ist alles gut. Ich habe auch eine kleine Konkurrenzanalyse gemacht, habe festgestellt, es gibt da haufenweise Kollegen, die haben solche Kanäle, da guckt kein Mensch zu. Dann gibt es wieder andere wie den Solmecke mit, was weiß ich, ich glaube, der hat im Moment über 60.000 Abonnenten oder der von mir sehr geschätzte Kollege Bredeke, auch bekannt hier als der Fernsehanwalt, das übrigens vollkommen zu Recht, ab und an mal tritt er im Gegensatz zu mir wirklich im Fernsehen auf, der mit irgendwie über 5000 unterwegs ist und natürlich andere schöne Kanäle, die ich ganz gerne empfehlen möchte, wie vom Kollegen Werner Sievers oder von der Simone Weber. Also es gibt einige, es gibt auch eine ganze Menge, wo ich mir denke, naja, kann man machen. Also ganz ehrlich, 1000 Abonnenten für einen langweiligen Anwaltskanal, hätte ich nie gedacht, dass die zusammenkommen. Bin ich ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen stolz drauf. Es gibt mir das Gefühl, vielleicht das eine oder andere, ob richtig zu machen, weiß ich nicht. Aber offensichtlich gibt es doch ein paar Leute, die sich das hier ganz gerne angucken. Ich habe heute Nacht auch noch eine E-Mail gekriegt mit dem Einleitungssatz. Du machst tolle Filme und ich verstehe sie auch immer direkt. Das freut mich natürlich besonders. Das ist nämlich genau das, was ich erreichen möchte. Nämlich vermeintlich komplizierte Sachverhalte im Arbeitsrecht so darzustellen, dass sie als Normalmensch auch verständlich sind. Also, ich finde das total toll. Bleibt mir treu. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auf die nächsten 1000. Kann mir zwar nichts verkaufen, aber egal. Ich finde es klasse. Ich habe Spaß daran. Ich mache auch weiter damit. In diesem Sinne, bis dahin. Hallo. Lernen heute Überstunden.